Hallo zusammen, heute machen wir dieses unglaublich gut aussehende Fleischsalatbrötchen vom Smoker. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Ich liebe Fleischsalat von meinem Metzger. Und genau aus diesem Grunde habe ich schon sehr lange darüber nachgedacht, einmal einen eigenen Fleischsalat zu machen, und zwar mit Raucharoma. Die Zutaten für unser heutiges Rezept sind sicherlich überschaubar, aber gute Sachen müssen ja nicht immer kompliziert sein. Am Ende braucht man auf jeden Fall etwas Zeit, aber dazu nachher später mehr. Wir haben jetzt eine Fleischwurst vom Metzger unseres Vertrauens genommen, diese ausgepackt. Und jetzt schneide ich die einmal so rundherum ein. Einmal längs und dann auch gleich noch einmal quer. Die Idee, Fleischwurst auf dem Grill oder auf dem Smoker zuzubereiten, ist ja nicht neu. Die Amerikaner machen sowas ganz oft, da heißt das dann Smoked Bologna. Wer mal ein Rezept für eine Smoked Bologna haben möchte, dem kann ich mein Buch ans Herz legen, Barbecue the American Way. Da gibt es auch ein Rezept für Smoked Bologna. Jetzt reiben wir unsere Fleischwurst rundherum mit einem Barbecue Rub ein. Dieser Barbecue Rub hier, der ist eher würzig, aber nicht zu scharf. Wer möchte, kann natürlich aber auch einfach einen ganz normal scharfen Barbecue Rub nehmen, wie ihr wollt. In der Zwischenzeit habe ich natürlich meinen GMG Daniel Boone Grill schon vorbereitet. 100 Grad. Und jetzt lassen wir unsere Fleischwurst so 3 bis 3,5 Stunden bei 100 Grad garen. Wer jetzt etwas Geduld hat, kann das Stück einvakuumieren und ein paar Tage im Kühlschrank durchziehen lassen. Natürlich kann man das Stück auch sofort weiterverarbeiten, aber einen cooleren Rauchgeschmack gibt es auf jeden Fall, wenn wir das Ganze ein bisschen durchziehen lassen. Jetzt schneiden wir die Wurst etwas kleiner. Hier hängt es jetzt ein bisschen davon ab, wie rustikal ihr euren Fleischsalat gerne hättet. Ich schneide jetzt zuerst Scheiben und danach dann Streifen. Die genauen Mengenangaben für das heutige Rezept gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Würde mich also freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Dort findet ihr übrigens auch den Link zu besagtem Buch. Wenn wir dann mit unserem Fleisch fertig sind, brauchen wir noch eine zweite Zutat, und zwar Gewürzgurken. In dem Fall kann man jetzt ganz normale Cornichons nehmen oder Gewürzgurken, oder ich habe hier so Sandwichgurken genommen, weil die sind schon in Scheiben geschnitten, die muss ich nur noch kleiner schneiden. Das Ganze hat jetzt ungefähr die Größe wie auch die Fleischwurstwürfel oder Streifen vielmehr. Und das sind so, naja, 150 Gramm oder so ungefähr. Wie gesagt, Mengenangaben gibt es unten in der Videobeschreibung. Dann machen wir noch eine kleine Mayo selber. Die ist schnell hochgezogen, einfach Eigelb, Rapsöl, einen Schuss Senf und dann einfach hochziehen. Wer keinen Bock drauf hat, selber Mayo zu machen, ist natürlich auch überhaupt gar kein Problem, nimmt einfach ein paar Esslöffel fertige Mayo. In dem Fall ist jetzt die Konsistenz etwas dünnflüssiger, was ich für den Salat aber überhaupt nicht schlimm finde. Dann gebe ich noch etwas von dem Gurkenwasser mit rein, würze das Ganze noch mit Salz und Pfeffer. Dann richtig schön durchmengen und nochmal eine Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen. Aber das ist schon sehr, sehr geil. Ich stehe auf sowas. Den kann man jetzt natürlich einfach auch so essen. Oder man macht den als Wurstsalat mit etwas Käse noch mit dabei, mit einem Essigöl-Dressing. Da gibt es ja sicherlich verschiedene Varianten. Stilecht wird das bei mir serviert auf einem Brötchen, nämlich zum Frühstück. Und das sind die Lieblingsbrötchen von meiner Bäckerei, direkt neben der Metzgerei um die Ecke. Und natürlich belegen wir das ordentlich. Dann haue ich gerne noch ein bisschen Grün oben drauf, in dem Fall hier fein gehackten Schnittlauch. Geht aber auch ein bisschen Petersilie, wer das möchte. Ja, und dann wollen wir das Ganze natürlich mal probieren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Fleischsalat vom Smoker, probiert's mal aus. Teilen, liken, kommentieren ist immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0 auf 15 Barbecue seid, könnt ihr das natürlich noch nachholen. Würde mich freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall in ein paar Tagen wieder. Ich habe ordentlich was abgedreht in den letzten Wochenenden. Hier wird's nicht langweilig, das verspreche ich euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.